Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Roleplay Farmers, meine lieben Freunde, mit mir, dem JG Gamer und dem 1.1., meine lieben Freunde. Wir haben den 1. Januar 2022, Leute. Das ergibt ein Gefühl wie 10 Sterne. Ja gut, ist schön, dass wir schon in der 21. Folge sind. Das gibt so ein richtig gutes Gefühl, Leute, dass wir hier die 200 Folgen knacken. Das wäre im ersten Projekt auf meinem Kanal, wo wir die 200 Folgen knacken. Ja, noch 10 Mal so viele und die 200 sind geknackt, Leute. Also noch 9 Mal so viele. Entschuldigung. Das ging wie im Flug vorbei. Der LS22 bleibt da mal, ich denke mal, mindestens 2 Jahre. Wenn nicht 3. Wenn nicht 4. Roleplay Farmers wird erstanden bleiben. Wir funken mal kurz durch und wünschen denen mal kurz ein neues Jahr. Hallo? Moin. Ich habe auf meinen Kalender geguckt. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Jo, danke dir auch. Dankeschön. Ist der andere auch noch im Funk? Hallo? Hallo? Aha, hallo? Ich wünsche dir auch noch ein frohes neues Jahr. Danke gleichfalls. Dankeschön. Aber auf den Kotzen sieht es aus. Ja, ne? Jetzt wird eine gute Idee. Wir könnten uns ja irgendwann mal hier abends mal treffen. Im Restaurant hier in der Nähe. Das hört sich gut an, ja? Auf Anstoßen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns heute noch. Bis heute Abend. Jo. Super, bis heute Abend. Jo. Ciao. Also mega, Leute. Perfekt. Das geht sich noch lange nicht aus. Der mit dem 8er ist wieder da. Ja, ich hab ein bisschen was fabriziert, sagen wir es so.
gleich leer, Leute. Mal kurz nachfragen gehen. Hallo? Hallo? Hat's noch was oder ist Ende? Der Kipper noch, den ich da habe, der halbe und dann ist Ende. Das war's dann. Okay, super. Dann bringe ich den Hänger wieder zum Händler zurück. Jo, machen Sie das. Super, danke schön. Tschüss. Tschüss. Alter, Leute. Oh, wir müssen doch die 17.000 überweisen. Ich möchte ihn wirklich gerne auf dem Hof haben. Der Anhänger, der hat mir es angetan, Leute, wirklich jetzt mal. Boah. Was für ein Ding kommt uns jetzt da entgegen? Junge! Boah. Leute von heute. Es war schon gutes Gemetzel. Jetzt gehen wir mal heftig und würzig in die Verhandlung. Muss ich den Händler anrufen? Örtlicher Landhandel, Hallöche. Hallo? Hallo? Hi. Das Telefon ist manchmal, bisschen wild. Die Technik hier ist... Die Technik ist abgefahren. Ich wollte fragen, ob bist du vor Ort? Bin da. Hallo? Hi. Hi. Ich hätte ein paar Anliegen an Sie. Jo, ich höre vielleicht zu. Gut. Ich hätte erstens, hätte ich die Sache mit dem 716 hier. Das, Sie können sich gerne mal reinsteigen, aber der sollte knapp um die fast fünf Stunden haben. Der hat fünf. Der hat fünf sogar. Oh. Bitte. Super. Dann das andere Anliegen ist der Hänger. Der hat mir es wirklich angetan. Sie haben gesagt, 50.000 kostet der. Okay. Ja. Was können Sie bezahlen für meinen Anhänger? Müsste ich mal kurz da gucken. Wie viel haben Sie denn für einen Anhänger? Ein Roland, ein Drehschimmel. Zwei Achser. Die meinen Rudolf. Ein Rudolf, Entschuldigung. Genau, der ist
Hast du den neu gekauft? Nee, gell? Den hab ich neu gekauft. So. Ist noch nicht so alt, also bei euch. Ja, müssten schon mittlerweile im System stehen 8 Monate drin. Ja, das könnte so ungefähr hinkommen. Ja, sagen wir 18.000. Aber dann ist wirklich Wahnsinn. 18. Das heißt, ich bin euch 17.000 schuldig. Das heißt, noch 49 müsste ich aufbezahlen, oder? Ja. Jetzt hätte ich aber plus noch eine andere Frage. Kommt ja doof rüber. Ich bräuchte vielleicht noch was. Also, wir hätten hier wunderschönen Porsche. Den bringt mir nicht so viel. Nein, warum? Das ist sehr gut. Aber noch restauriert. Dann muss man sagen, ich bräuchte vielleicht bräuchte ich noch was ein bisschen Größeres. Läuft gut. Ja, der braucht seine Sache. Haben Sie noch Schlepper drin stehen oder stehen alle Schlepper hier draußen? Nur die, wo hier draußen rumgeist. Und dann steht ein JCB und ein Fiat und ein größerer MF. Außer eine größere Traktoren. Ja, ich sollte auch was Größeres haben. So. Ja, gut. Nico, der ist standfest. Er hebt alles weg. Glaub ich auch. Ich mach mal kurz aufs Tablet auf, was ihr so für Schlepper habt. Der Kohle, da ist eh schon. Naja, gut. Der merkt eh nichts mehr. Na ja, gut. Das Problem ist, der 7.16 ist gut. Perfekt. Den will ich auch nicht weggeben, habe ich auch nicht im Sinn. Behältst du auch? Ja, auf welcher läuft denn der gerade? Auf Feld 36 läuft gerade ein 9R. Ja. Und ein 1167 MT, wenn es angeguckt kommt. 9R bringt mir viel, ja. Ja, ich meine, eine größere Schleppung. Ich habe gesehen im Tablet, dass ein 8, ein T, ein Series 7 TTV HD oder ein TT, also Series 8 TTV. Also von Deutz, ja. Von Deutz, jawohl. Jetzt sehe ich aber gerade, das ist so wenig Gelddifferenz zwischen dem 8er und zwischen dem 7er, dann würde ich fast lieber den 8er nehmen. Denke ich jetzt mir mal. Jetzt würde ich noch eine andere Frage stellen. Wenn ich jetzt den TTV, den 8er, nehmen würde. Hallo, sind Sie noch da? Ja, naja, bin ich. Also. Wir sind ja stehen geblieben bei, lassen Sie mich lügen, bei 38, bei 49. Oh ja. Genau. Das heißt, mit dem wäre ich bei 50, 285 wäre ich ja, oder? Ja. Ja, genau. Oder stimmen die Katalogspreise nicht? Doch, die stimmen. Okay. Und dann mit GPS sehe ich gerade, kostet 15.000 auf, wären wir glatte 300.000, oder? Oder? Ja. Also. Jetzt wollte ich fragen, könnte man irgendwie gucken, die 300.000 zu leasen? Oder müsste ich da mit einem Bankberater sprechen? Damit müsste ich mit einem Bankberater sprechen. Da können Sie nichts weiter helfen? Nee. Okay, dann muss ich mit einem Bankberater sprechen. Ja, meinst du das am besten? Dann melden Sie sich am besten wieder. Dann werde ich mich melden, wenn der Bankberater nichts dagegen hat. Super. Dann, ich mache mich langsam auf den Weg zur Kneipe. Jo, okay. Tschüss. Ciao. Was gibt's gleich bei der Kneipe? Wir treffen sich mit
Ja, also ich treffe mich mit zwei Jungs vom LU. Ja, mal okay. Ja, oh, Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes neues Jahr. Ja, stimmt, ja, frohes neues Jahr. Frohes neues. Haben Sie eigentlich Ihr Geschenk bekommen? Ich weiß nicht. Gut. Ja, Alter, ich sollte eigentlich Geschenk ausliefern, aber ich. Ja, genau. Ja, gut. Okay, dann mach ich mich mal auf den Weg. Jo. Werde kurz den Bankberater anrufen. Alles gut. Dankeschön. Bis dann. Jo, ciao. Bank von Robelauer, hallo. Moin. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hier ist der Joseph im Apparat. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gehört, aber ich habe im Internet ihren Telefonnummer gefunden. Doch, ich meine, wir haben uns schon mal gesprochen. Oder doch? Haben wir schon gesprochen? Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch frohes Neues. Ja, Ihnen auch. Gut. Ich hätte da eine Frage. Für Kredit muss ich bei Ihnen anfragen, oder? Ganz genau, dafür sind wir zuständig. Gut, ich hätte eine tolle Frage. Jo. Ich bräuchte einen Kredit. Und zwar wie hoch? Der sollte sich schon ziemlich belaufen. Ich hab drum vor, dass ihr die Sicherheit habt, denke ich, kennt ihr meinen Hof, oder? Ich hab den, meine ich, schon mal gesehen. Das ist der da in der Nähe von, ich meine, 38, so irgendwas. Genau. Genau. Hat der Landwirtschaftsberater mir gesagt. Genau, das sollte so passen. Der hat schon einiges an Geld auf seinem Hof drauf. Also so ist nicht. Ich wollte um Kredit anfragen und wie hoch sind die Zinsen und wie lange kann ich das leasen und in der Woche, wie viel muss ich da blättern in der Woche? Erstens das und zweitens wäre es ein Kredit von 600.000. 600.000, puh. Das sieht aktuell, glaube ich, fast schon schlecht aus. Schlechter aus? Müsste da nochmal ja, nachgucken, ob ich da den Kredit gewähren kann. Da müsste ich erst nochmal jemanden vorbeischicken, einen Gutachter. Okay. Da müsste ich das dann mal angucken kommen. Okay, das wäre kein Problem. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall mehr als 600.000 in meinen Hof investiert habe. Okay, ja, dann werde ich die nächsten Tage dann mal jemanden vorbeischicken, der sich das mal angucken soll und dann melden wir uns dann nochmal. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Okay, machen wir so. Perfekt. Aber eine andere Frage. Wissen Sie schon was mit den Zinsen oder müssen Sie das noch ausrechnen? Das muss ich dann ausrechnen individuell. Ach so, super, perfekt. Dankeschön. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, ich bin hier und dann. Die haben mich, glaube ich, versetzt, also so ist nicht. Hallo? Hallo? Der Azubi vom Händler hier, hallo. Ja? Ich stehe gerade bei Ihnen in der Einfahrt. Ja? Ich habe das Weihnachtsgeschenk für Sie. Das soll ich Ihnen noch schnell vorbeibringen, hat der Meister gesagt. Und ich bin, an der Kneipe hier oben. Ja, da komme ich jetzt gleich auch hin, aber ich hatte Ihnen kurz noch das vorbeigebracht, weil das hatte ich vergessen gehabt. Okay, gucke ich mir das auf jeden Fall noch an. Ja. Ich danke Ihnen schon mal im Voraus. Lass es Ihnen auf jeden Fall mal in der Einfahrt stehen. Okay. Vom Haus. Und ich wünsche Ihnen auch nochmal ein frohes Neues. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Okay, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns dann gleich in der Kneipe. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. So, aber Leute, ich glaube, die haben mich versetzt.
Gut, eigentlich, 600.000. Wollte ich vielleicht nochmal ein Feld? Okay. Sind denn das für lustige Dinger? Moin, Jungs! Moin! Ui, du bist ja reingekommen. Einfach drüber gehüpft. So, was wollt ihr? Wir müssen bestellen. So, ja, was hast du denn, Kollege? Ja, ein Pilz. Ja, ist auch ein Bier. Würde ich auch sagen. Ist ja irgendwie offen, irgendwie so düster hier. Hä, es ist irgendwie auch so. Sorry. Als würden die renovieren. Ja, es sieht so nah danach aus. Bei der Pendelzeit standen sie aber offen. Komische Sache. Ja, ganz komische Sache. Naja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir trinken ein paar Bierchen und dann ja, lassen wir den Abend noch ausklingen. Jo, so machen wir es auch. Machen wir so. 2022. Und auf jeden Fall auf 2022. Meine lieben Freunde, das war das Sprichwort. Ich wünsche euch noch einen schönen 2022 Anfang, meine lieben Freunde. Und natürlich geht unbedingt unten in der Videobeschreibung verlinkt Ostrand TV. Geht da schauen. Der Junge und Fabi machen wirklich sehr, sehr viel für das Projekt. Sie machen 10-mal mehr als ich. Ich bin hier nur sozusagen als Gast, dann nehmen wir einfach nur auf. So, ich wünsche euch noch einen schönen Start ins neue Jahr und ja, ich wünsche euch was. Jo, von mir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss.